Beyoncé enthüllt ihre Schlafzimmergeheimnisse und ihren Schlafzimmer-Soundtrack. Die Sängerin erzählt GQ, dass sie sich oft Make Love to Me von Rick James anhört, bevor sie mit ihrem Mann Jay-Z intim wird. Aber auch, wenn sie Angst hat. Moment, die Megadiva Beyoncé hat Angst? Sie sieht eigentlich immer sehr selbstbewusst aus und warum sollte sie auch nicht? Sie erzählte dem Magazin sogar, dass sie weiß, dass sie stärker ist, als ihr Verstand es je begreifen könnte. Das hört sich jetzt nicht so verletzlich an. Das ehemalige Mitglied von Destiny's Child sagt, dass sie viel geopfert hat und dass sie härter gearbeitet hat als jeder andere, den sie aus dem Musikbusiness kennt. Aber dieses Arbeitstier ist vielleicht manchmal ein bisschen überwältigt von allem und da muss man dann mit dem Ehemann Rick James hören.